Aber ich würde trotzdem sagen, dass ich an der Stelle langsam Feierabend mache. Okay. Ja. Coole Sache, ja. Ich kann ja heute Nachmittag noch mal ein bisschen. Warte, ich töte gerade jemand. Da. Oh, hier hinten war was Schönes. Bring ich alles mal mit, ne? Nice one. Kann man auf dem Sofa eigentlich auch zu zweit sitzen? Denke immer schon, ne? Ja, ja, kannst du. Sieht egal aus dabei. Ich hab mal einen Screenshot gemacht. Ich glaube, ich hätte den roten Pfeil wegmachen können. Schau mal. Wie wäre das? Naja, so sieht ein Haus am Anfang aus, wenn man keinen Architekten hat. Richtig. Vor allem keinen Architekten, ne? Genau. Oh Mann, oh Mann. Frauen sollten nicht mehr reden, wenn sie müde sind, ne? Na nu, da leuchtet was. Also wenn, dann sollten wir vielleicht wirklich beide mal hier runterkommen. Das können wir ja in der nächsten Folge machen, denke ich. Richtig, ich komme jetzt wieder hoch. Dass wir in der nächsten Folge mal eine richtig tolle Erkundungstour machen. Dass wir der spritzt. Die nächste Zeit auch mal herausfinden, was verwendet wird, damit ich nicht immer so dumme Fragen stelle. Danke. Ja, ich war gerade am Kämpfen. Ich liebe dich auch. Ehrlich? Wow. Ah, du kannst doch ganz normal laufen mit der Großschreibetaste. Läufst du normal? Okay. Haha, ihr seid eingesperrt. Ne, 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 ne. Bin ich fies. Ich komm hinaus, ich komm hinaus. Ach, der Typ sitzt immer hier unten. Okay. Pupupchen, ich musste grad mal was schicken. Dass ich mir gerade nicht, wo das Ding ist. Gibt's das nicht mehr? Auf der Couch. Guckst du WhatsApp? Ich guck WhatsApp. Und ich sitze hier auf der Couch. Ach so, ich hab was für dich, mein Schatz. Extra von unten mitgebracht. Wir haben doch eine normale Pickaxe, ne? Ja, ich sitze auf dem Sofa. Aua, aua. Das ist so ein Riesenteil. Achso, das siehst du, ne? Ja. Komm aufs Sofa. Ich wollte dir ganz gerne eine geben für dich. Ja, ich wollte erstmal Screenshot machen. Warte, ich leg dir. Willst du Silber oder willst du
Copper Pickaxe. Ich glaube, Silber ist, glaube ich, besser. Hat beides mal in den Schrank rein und dann kann man immer noch aussuchen. Nee, du hast die Silberne drin bekommen, Schatz. Oh, ich hab was. Machst du kurz mal spielen, mein Schatzi? Okay. Ganz kurz im Schrank reingucken. Achso, ich komm. Ups. Ich hab dir eine Oboe geschickt, mein Schatzi. Eine Oboe? Die ist in dem Schrank drin, die kannst du spielen. Ja. Und wie das? Wahrscheinlich oben mit rein im Inventar und da kannst du. Linke Maustaste sowas, denke ich mal, oder so. Hallo. Ups. Ah, okay. Gibt's verschiedene Lieder. Krass. Hallo. Lieder drin, die kenne ich gar nicht. Okay. Komisch an. Glaube ich nicht. Nein. Wie kommst du darauf? Wanderlust Elan, Wanderlust Battle. Mir alles gar nichts. Nee. Aber das sagt mir was. So. Das liegt auch noch. Ja, auch nicht. Hm. Ah, Tom und Jerry. Echt geil, ja. Mit der Axt übrigens, ne, wieder neu, geht das richtig schnell abbauen. Oh, den Stein verloren. Vergessen.
Du stehst im Rampenlicht. Tada! Wie geht das denn jetzt noch? Ja. Habe ich jetzt zu oft gespielt? Nichts mehr. Bin ich denn? Ja. Hey! Bin ich verpackt. Okay. Wow, Vogel. Also runter. Komm rein. Die großen Fackeln kannst du übrigens ausmachen. Oh, Piepmatz. Also mit der neuen Axt, ne, kannst du richtig schnell abbauen jetzt. Welche große Fackel kann ich ausmachen? Die da draußen stehen. Auf und dann kannst du die Großfackel ausmachen. Ja. So bleibt er da stehen, ne? Der Typ da unten, ja. Ja. So, ich an für ihn. Okay. Tja, dann, ich tauche mich ins Bett. Dann mal wieder Tag hell, jetzt können wir nicht ins Bett gehen. Ach, du Lolli. Nee. Der Lupe, aber egal. Ah, da kann ich die angucken, warte mal. Blablabla. Achso, man kann ja auch schreiben. Blablabla. Cool. Ganz einfache Planken. Boah. Ja, da haben wir ja einiges geschafft, wa? Menschens Kinder. Wenn wir jetzt dann noch irgendwie Sand finden, dann können wir das gleich einschmelzen und können dann Glas draus machen. Fenster. Okay. Beide flug, flug. So. Dann sagen wir auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ja, das Männlein wird unten erstmal in der Ecke stehen. Das ist unser Haushälter. Unser Girlboy. Nein, das ist unser Bodyguard. Unser Bodyguard. Aber haben wir schnell was auf die Beine gestellt, in ein Häuschen so? Ich würde doch sagen, das wird auf jeden Fall noch weitergebaut. Richtig. Garage dran und alles. Ja, so dass man ein bisschen besser plant. Mhm. Und ich würde dann sagen, wie so eine Art Keller noch machen, wo dann die ganzen Kisten und alles hinkommt, so dass man getrennte Räume hat, wo man sich schön einrichten kann. Das ist jetzt erstmal ein Provisorium. Richtig. Und ich würde nachher sagen, dass die Betten dann nachher ganz, ganz oben auf den Dachboden kommen. Stimmt, das können wir machen. Und dann kommt dieser Zwischenboden raus, oder? Für die Stube. Ja, genau. Okay, das können wir machen. So, dass man, wenn man unten rausgeht, dass man sagt, okay, ich will noch das und das mitnehmen. Das und das an Werkzeug brauche ich noch. Dass bevor man rausgeht, wieder, dass man sämtliches Material, was man unterwegs nicht braucht, hier reinbringt und dann los geht zum Farmen. Stimmt, Mensch, das ist eine gute Idee, ja. Und vielleicht finden sich ja irgendwann mal Leute, die vielleicht mitspielen wollen. Ja, der Sammy kann man sie nicht begeistern damit. Ja, deswegen meine ich ja, vielleicht finden wir über das Video auch andere Leute, die mal sagen, hey, ja, gerne, oder so.
Also, du kannst, wie gesagt, du kannst ja Unmengen hier machen bei Starbound. Das ist ja Wahnsinn. Also ich muss ganz ehrlich sagen, grafiktechnisch habe ich anfangs erst gedacht, oh, ich weiß nicht, aber mittlerweile schön vom Aufbau her. Ist mal was anderes als diese ganzen High-End-Grafik-Dinger da. Das ist richtig. Das ist wirklich mal was. Erinnert einen so ein bisschen an die Jugendzeit zurück. Stimmt. Gut. Wie Zelda und sowas, ne? Früher. Zelda kenne ich gar nicht. Nee. Da muss ich passen, ganz ehrlich. Ist ein cooles Spiel. Ist kann man so sagen, wie Stardew Valley zum Beispiel. Also ist ein bisschen anders, Stardew Valley und Zelda. Von den Aufmachen her, aber so vom Laufen her und alles kannst du auch im Endeffekt die Sachen machen. Du läufst da drauf rum und sowas, kannst die Leute befragen und alles mögliche, hast du hier Monster gekämpft. Bei Stardew Valley ist es ja eher so ein. Ja, du bist ein Ackertyp und hast da was geerbt und kannst da rumhantieren und aufbauen, craften, survival und alles mögliche. Ganze Farmen machen. Finde ich sehr geil. Irgendwann werde ich das auch mal spielen. Aber erstmal kommen andere Spiele am Start. Naja. Eins nach dem anderen, und wenn die Leute nicht warten können, sollen sie halt die Spiele selber schon mal anzocken. Ja, ich denke mal, viele haben das erstanden. Ich bin ja 8000 Jahre alt. Ich komme jetzt erstmal wieder rein in das Zocken. Ja, aber schön, macht Spaß. Na gut, Freunde. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Was auch immer ihr macht. Und bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.